Liebe Gamer, ist der Marcel, machen wir Horizon for the West weiter zu PS5. Los geht's. Euer CEO schickt mich. Ja, mit eurer Hilfe, ja. Ich muss mit Alva sprechen. Du, komm mal rüber. Auf ein Wort. Dankeschön, Deck. Hey, ah, die kennen doch. Alva. Alva. Oh, du hast diese Maschine erledigt. Aber was machst du denn hier? Ich brauche etwas, das aus Theben stammt. Ich war ein Landfall. Traf deinen CEO. Wir haben uns irgendwie geeinigt. Und du hilfst uns, reinzukommen? Vermutlich. Die Sache war recht ernst. Irgendwie ist der Kerl komisch. Und ich verstehe nicht, was er in Theben sucht. Ich dachte, wir hätten die Daten für dein Volk auf dem Festland gefunden. Es wird Jahre dauern, die Daten zu sichten. Der CEO will schnellere Ergebnisse. Aloy, du musst vorsichtig sein. Er ist... Da sind sie! Dem Vermächtnis nach hat Elisabeth Sobek den Ahnen geholfen, die Hindernisse zu beseitigen. Wie es auch heute geschehen ist. Du hast dein Wort gehalten. Das freut mich. Mhm. Theben wartet auf uns. Wollen wir? Glück, Kabal, heißt du Flocke. Was eine Ausgrabung. Viel davon war überflutet. Wir mussten eine Menge Wasser rauspumpen. Okay. Sieh her, die Tür von Theben. Eine Tür wie keine andere. Da hast du wohl recht. Nur ein Mann kann sie öffnen. Ted Farrow. Doch dem Vermächtnis nach arbeitete er eng mit Sobek zusammen. Er vertraute ihr. Mit Sicherheit kann sie die Tür öffnen und du auch. Sicherlich. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht von der Seite. Du sagtest, sie sei eine lebende Ahnin mit Sobeks ewiger Essenz. Wenn ich darf? So großartig Farrow auch war, er hat diesen Palast doch nicht allein errichtet. Das wissen wir aus den Datenfragmenten, den Daten, die uns an diesen Ort geführt haben. Und wir fanden Hinweise auf unterirdische Gänge. Vielleicht waren sie für die Arbeiter gedacht. Oder für Diener. Wir können sie nicht nutzen. Der Weg ist geflutet und sie sind tief unter Wasser, aber... Ja. Ich kann sie nutzen. Vielleicht gibt es da unten noch einen Eingang. Siehst du? Bei Sobek gibt's immer einen Ausweg. Tu, was du tun musst, damit wir da reinkommen. So eine Speziellheit. Okay, zwischen Lagerfeuer und die Entdeckung. Ja, das ist das Lagerfeuer. Hast du denn das gerade? Wo das dunkle Wasser ist. Okay, ganz gut gemacht mit dieser Liftspur hier. Und es reicht bis ganz nach unten. Okay, jetzt ist das Lava drin. Ach, das da. Bohrrau wahrscheinlich könnte es sein. Ah.
Schöne. Da oben ist ein Riss. Vielleicht ein Eingang. Das Geburtsrohr. Okay. Ja, so könnte ich reinkommen. Noch eigentlich nicht, okay. Okay, der Tunnel scheint tiefer in das Gebäude zu führen. Okay. Da vorhin da noch rein. Nee. Für innen. Ist das nicht ganz ohne da drin muss, oder will ich da drin kommen? Ich denke, mit der dort bestehen. So nicht. Oh nein, gar nicht. Vor die Düste einfach. Ich finde es so ein Art Ding. Hier muss irgendetwas sein, damit man die Probleme stoppen kann. Oh, so Sucher. Da war die Dings, Turbinen. Die Turbine steht. Und die ist schon, aber die nächste. Die geht doch schnell ein bisschen. Und es sucht zu mehr am Ende an. Okay. Fitnessgerät, okay, das ist auch fit gehalten, das haben wir hier gesehen. Ein Fitnessstudio, ein kleines. Eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. Die Tür aufstemmen, drücken, Eloi, genau. Wissenschaftler, seiner Tochter, einem Guru und, seien wir ehrlich, einem Harem, die die Endzeit im unterirdischen Bunker eines Billionärs aussitzen. Aber ich fürchte, durch Grigoris Tod wird alles noch schräger. Er hat Ted ein paar Jahre stabilisiert, mehr oder weniger. Ohne ihn, wer weiß. Und wir wissen nicht mal, was mit ihm passiert ist. Das Mädchen hat recht. An Ted ist nichts normal. Okay, jetzt kann man alles verkundigen. Da kann man auch rein, kann ich aufstemmen. Oh,
kurz die Tür. Und dann komm mit. Dass du nicht Dings kann nutzen, um ein bisschen mehr auf die Anlage zu fahren. Nichts ist normal an einem Wissenschaftler, seiner Tochter, einem Guru und, seien wir ehrlich, einem Harem, die die Endzeit im Unterirdischen... Ja, wir haben sie können. Das ist auch noch nicht offen, damit die aufstehen. Oder aufstemmen. Das ist beschädigt, also schwer beschädigt. Hoffentlich geht's hier zum Haupteingang, dann kann ich die Quinn reinlassen. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Das ist eine ähnliche Anlage wie die von vorhin, die wir selber auch haben. Sieh sich das einer an. Ziemlich nobel für einen Bunker. Das sieht wie eine Zugangskontrolle aus. Noch Heilung kommt doch keiner. Okay. Ist das Kantia Proton? Okay. Das nehme ich mit. Gut, da ist noch Kiste. Aber was ist mit dem Haupteingang? Ja, voll gut. Komm her, komm. Ah, gut. Eine Notausgangsfunktion. Die Tür ist offen. Schicksal ist mit uns. Ich wusste, du schaffst es. Was ist hier los? Der CEO macht sich bereit für Theben. Oh, warum siehst du aus wie Ted Farrow? Ich bin Pharaoh, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die Seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament, seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein,
wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Pharaoh es tat, die Welt. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Pharaoh wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich. Der Erneuerer, der Größte der Ahnen, der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du, verstehst, Sobek, du bist sie, Pharaohs Vorbotin, Assistentin. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll, bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Pharaoh, du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Okay. Nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Sonst was? Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Ich trage deine Kleidung. Guck dir auf, Mahalla. Okay. Schick. Sehr gut. Fahren wir fort. Schau dich hier um. Wie prächtig. Pharaohs Gebiet. Einfach atemberaubend. Sehr gut. Irgendwo hier hat Pharaoh seine Geheimnisse versteckt. Finden wir sie. Euer Hochwürden? Vielleicht sollten wir Wachen an den Ausgängen aufstellen. Nun gut. So sei es. Ja, besser wär's. Das ist offen. Die Notausgangsfunktion hat wohl auch diese Tür geöffnet. Ein Denkmal für Pharaohs Größe. Okay. Ein Denkmal ist es auf jeden Fall. Nur für was? Mit großen Risiken kommen große Belohnungen auf. Weiß es nicht. Du musst wieder durch. Hier geht es nach unten. Pharaoh hat sich hier ganz schön eingerichtet. Ein Augenblick. Natürlich. Eminenz. Ob Pharaoh hier unten wohl ein Fußbad hatte? Ich wollte. Fehler. Wir werden nicht weiter über deine Füße reden, Bohai. Okay. Ich habe versucht, dich zu warnen. Ja, quasi. Wenn wir lange genug überleben, erkläre ich dir alles. Na toll. Okay, die sind ja Maschinen. Sehen wirklich bedrohlich aus. Ha. Statuen. Die Wächter von Pharaohs Gebiet. Sieht ziemlich echt aus. Das sind keine Statuen. Pass auf! Bring den Zio in Sicherheit. Dann hängt es wohl an uns. Okay. Nein, komm schon mal. Ja, nein, Papier ist gar nicht. Hey, regeneriert die. Hey, pressier. Regeneriert die doch. Oh.
Komm mal wieder, Schatter. Ich hab's geschafft. Okay. Und da geht noch schon das, du kannst gerne. Brianna ist heute Morgen nicht aufgewacht. Sie ist tot. Er ist zur Oberfläche zurückgekehrt. Eine weise Entscheidung. Ich blicke auf die riesige, wir dürfen nicht mehr Wahrsagerinnen verlieren als nötig. Von Ted in der großen so, Halle. Genug gewartet. In seine Augen. Wir müssen weitermachen. Und ich weiß, dass er mich beobachtet. Er beobachtet uns alle. Er hatte immer Macht über uns. Okay. Ich wusste nur nicht, wie viel. Hast du Daten gefunden? Ein Fragment. Ein Beleg für Ted's Macht. Da geht es wohl entlang. Als ich diesen Ort erbaute, als die Spezialsysteme entworfen wurden, wusste ich, was ich wollte. Schutz, natürlich. Eine unendliche Energiequelle, natürlich. Okay. Aber auch Kontrolle. Über jede mögliche Eventualität. Schließlich weiß man nie, was passiert, besonders wenn das menschliche Element eine Rolle spielt. Was hast du gefunden? Glaub mir. Das willst du nicht wissen. Vermutlich nicht. Danke, Sonne. Da wird's mal. Okay. Die Tür jetzt auffallen. Okay. Was ist das? Was ist das? Ein Thron mit Rückenlehne. Daran ist eine Maschine befestigt. Was die wohl macht? Weiß es nicht. Ruht am Netz. Beeindruckende Installation. Wofür bloß? Es tut mir leid, CEO. Ich nie gedacht, dass Theo das wirklich macht. Ich dachte, nur Angst einjagen, um mich mit unter Kontrolle zu halten. Mir zu zeigen, was er Kanaya antun kann. Ich weiß aus der Reihe. Okay. Ich weiß es nicht. Mein Fokus kann die Daten hier nicht lesen. Was ist mit der lebenden Ahne? Sind die Daten verloren? Zeig mal, noch die Suche, scanne das Gerät. Zeig mal, alles gut zusammensammeln. Okay. Etwas zum Scannen. Okay. Ich will noch die Tür zum Auftun. Scanne doch bitte das Gerät. Du hast das für ihn gemacht? Ausschalter in ihre Köpfe eingesetzt? Grenja, verurteile mich nicht. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich abgelehnt, bitte. Was hätte er getan? Was würde er dir antun? Du bist meine Tochter. Ich wollte, dass du weiterlebst. Wozu, Dad? Im Ernst, wozu? Um in diesem unterirdischen Albtraum gefangen zu sein? Okay. Berichte mir, was dein Fokus hier über das Gerät sagt. Bitte. Hast du eine Aufzeichnung gefunden, Aloy? Ja. Ich zeig sie dir später. Habe die Gentherapie leicht verändert?
und neue Medizin gegen die Mutationssymptome angewendet. Okay. Hoffentlich stabilisiert sich die Lage nach der nächsten Behandlung. Wer weiß, was Ted uns antut, wenn es so bleibt. Okay. Die ersten Ergebnisse waren so vielversprechend. Keine Spur von Alterung, keine Zelldegeneration, aber jetzt, wenn ich in meinem alten Labor in Bangkok wäre, oder bei meinen alten Kollegen, oder bei meinem alten Schnaps. Es reicht. Wir müssen positiv denken. Für Kenya. Okay. Ich weiß, dass du etwas gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts? Ich glaube, Pharaoh war in Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Könnte er noch am Leben sein? Red keinen Blödsinn. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Vergiss nicht, dass er der Erneuerer war. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Für uns, die Quen. Und für seinen wahren Erben, mich. So langsam glaube ich, du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Pharaoh gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Fahren wir fort. Seine Geheimnisse warten. Danke, Bernd, das Video dir hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, falls es gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Tschüss zusammen.